So, habe die Ehre, servus, grüßt euch miteinander. Ich bin's, der Birger. Und heute, da tanzt man mal ein wenig aus der Reihe, deswegen hast du heute How to Fleischbotzen. 4000er Spezial. Jawohl, das ist einmal ausnahmsweise nichts typisch Bayerisches, aber bevor der Shitstorm losgeht, das ist ja kein typisches How-To. Steht ja 4000er Spezial hinter, nicht wahr? Erst einmal, ein fettes Merci für 4000 Abos. Zweitens, alle vom Vegetarier Stufe 1 bis zum Veganer, der nichts mehr frisst, was einen Schatten wirft, sollten jetzt lieber umschalten. Und drittens, alle Fleischfresser unter uns haben in 3 Minuten einen Binken in der Hose. Da gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Wichtiger Hinweis: Ich übernehme keinerlei Verantwortung für Herzinfarkte, Erblindungen und Schlaganfälle aller Veggie-Kevins, die zuschauen, beziehungsweise keinerlei Verantwortung fürs Ausdrücken durch Sabberanfälle oder Instant-Hungertode vor deinem PC oder am Handy. So, und als mein kleines Merci möchte ich euch heute meine persönlich größte Errungenschaft gleichig machen. Und da ich gar keinen Spaß verstehe, wenn es um ein gutes Fleisch geht und ich euch auch viel verzeihen kann, wenn der Tag lang ist, muss ich euch das einmal ein wenig anders wie sonst zeigen. Und darum wechselt man mal ganz, ganz furchtbar schnell in einen Realfilm. Ich zeige euch, wie man Rippel anständig macht. Phase 1, du gehst zum Metzger deines Vertrauens und kaufst dir einen Batzen Rippel. Auch bekannt als Loin Ribs, wenn du keine kriegst, oder Baby Back Ribs. Und die schauen dann folgendermaßen aus. Nämlich fein. Nahaufnahme. Damit er jeder Vegetarier einen Schlaganfall kriegt. Als erstes holst du den Rippel und Reindl. Legst es da hin, legst den Batzen Fleisch da rein. Dann drehst du es um, auf der Rückseite ist nämlich eine Silberhaut dran und die mengen wir nicht. Diese verfickte Silberhaut? Die der man mit der Rückseite von einem Löffel runter. Füßelst, dann Knochen und rein, packst den ganzen Scheißdreck, zückst ihn ab und schmeißt es weg. Tada! Rippel hautfrei. Das machst du natürlich mit alle. Pro-Tipp, zückst du mit dem Zeber runter. Zeit zum Rappen. Haust du ein wenig Gewürzerlaufe, massierst das gemütlich ein. Wenn's fertig sind, schaut so aus und am Schluss wickelst du es in der Folie ein und ab dafür in den Kühlschrank über Nacht. Da bleibst du dann 12 bis 20 Stunden drin und am nächsten Tag, richtig, zwickt man uns erst einmal ein halbe auf. Dann rückst du deinen Grill her. Ja, ja, 60er Kohlekamin, ich weiß schon, Shitstorm, bla bla bla. Zündst die ganze Geschichte an, lass die Kohlen sauber durchklären, dann schützt die ganze Sache in deinen Grill ein. Steckst du ein wenig nahe. Dann holst du ein paar Kirschholzspeitel zum Reihen. Dann rückst du deine Rippel heute in den Grill ein und schickst die Rippel da sauber rein. So schaut es schon ganz gut aus, dann machst du es zu und lass es da bei 120 Grad für 3 Stunden drin. Und was tun wir dabei? Richtig, eine halbe aufzwicken. Oder 14. So, nach 1, 2, 3 Stunden schaut die ganze Sache dann so aus. Aber dann holen wir uns ein größeres Reindl und da bauen wir jetzt Alu-Würstel rein. Holst du einen fetzen Alufolie, wurschtelst du ein wenig zusammen und würschtelst das da so in das Reindl rein. Das machst du 3 Mal, dann gehst du nochmal gemütlich raus, füßelst deine Rippel aus dem Grill, machst zu, Freude! Sind wir noch nicht fertig? Dann holst du die Rippe und schichst das alle auf die Aluwürstel drauf. Langsam. Ja. Dann stellst du es aber noch mal auf Zeiten. Da muss jetzt auch Aluhut auf. Dichst die ganze Sache so gut ab, wie es geht. Lass aber Aluhut auf, damit du noch einen Liter Cola oder zum Beispiel einen Apfelsaft einschütten kannst. Machst zu und steckst das Ganze bei 160 Grad noch mit 2 Stunden in den Ofen. Und was tun wir dabei? Richtig. Kumpels einladen, halb ihn aufzwicken. So, nach 2 Stunden und 24 Kölbe ist soweit. Die Dinger fallen von selber vom Gnoha runter. Und alle Beteiligten haben wir versprochen einen Binken in der Hosen. Ja, und hier haben wir jetzt einen Batzen Rippel ins Gesicht. Habe die Ehre. Ja, und wo sind Beilagen?